Hallöchen, da bin ich wieder mit einem neuen Video. Ja, was machen wir? Ich mache heute ein Tutorial und zwar, ich bin seit kurzem in einer Facebook-Gruppe, die nennt sich Grenzgeniale YouTuber. Die halten das da eigentlich ganz cool. Die legen jeden Monat ein Thema fest. Zu dem Thema wird gebastelt und ja, dann wird ein Video hochgeladen. Ganz am Ende vom Video kommt dann Gruppenabspann, kurzes Video quasi mit ein paar Informationen. Danach füge ich dann oder werden dann die Beiträge von den einzelnen Teilnehmern noch hinzugefügt und unten in die Infobox kommen dann die ganzen Links. So. Entschuldigung, Thema ist diesen Monat Flipbooks. Quatsch, Flipbooks, jetzt bin ich falsche Gruppe, es tut mir leid. Thema ist diesen Monat Gutscheine, was ich eigentlich ganz cool finde, weil Gutscheine kann man ja eigentlich ja, irgendwie immer gebrauchen und man verschenkt die auch eigentlich ganz gern. Also habe ich mir Gedanken gemacht und habe überlegt, was machst du? Gibt dir nun mehrere Möglichkeiten, einen Gutschein zu verpacken, aber ich habe mich ganz am Ende für eine Karte entschieden. Und zwar ist das so eine Karte. Ja. Also ganz F, ganz Stino. Ja, wenn man die aufklappt, habt ihr quasi so eine, dann ist hier quasi so eine integrierte Tasche, wo ein Tag dran steckt, wo man dann den Gutschein drauf anbringen kann. So habe ich mir das gedacht. Auf diese freie Seite kann man ja dann noch ein bisschen was Privates schreiben. Das habe ich jetzt hier natürlich nicht gemacht, weil ich will die Karte ja aufheben, ne? Also ich habe jetzt gerade niemanden zu beschenken. Und ja, über die Karte habe ich ein Video gedreht. Das Problem an der Sache ist, dass ich die Karte vor 2 Wochen gebastelt habe und habe dazu auch das Video gedreht. Und ja, habe jetzt das Video besprochen und ja, ich bin ein wenig verwirrt, sagen wir es so. Egal, ihr werdet das sehen. Ich habe dann noch eine zweite Karte gebastelt, die sieht dann so aus. Also die ist genauso Stino, genauso ohne Bling Bling und viel drumherum. Sieht im Innern genauso aus wie die, nur halt anderes Motivpapier. Habe dann auch hier durch Blume geklebt und dann den Spruch, es ist mal wieder Zeit, dass du dir etwas gönnst. Und ja, wie gesagt, ganz am Ende, bleibt bitte dran, auch wenn das Tutorial zu Ende ist, kommt dieses kleine kurze Gruppenvideos mit ein paar Informationen und danach folgen dann die Bilder mit den Beiträgen von den anderen Teilnehmern. Ganz unten dann in der Infobox packe ich euch den Link von der Facebook-Gruppe in, falls ihr Lust habt, dort mitzumachen und die Links von den Teilnehmern. Ich bin sehr gespannt, was die anderen für Videos machen, was die anderen gemacht haben, weiß ich ja schon. Ja. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zugucken und ihr seht jetzt, wie ich solche Karte mache. Bis dann, tschüss! So, dann legen wir mal los. Wir brauchen einen guten Kleber, wir brauchen einen Bleistift, vorzugsweise Lineal. Wäre schon mal nicht schlecht. Wir brauchen was zum Schneiden. Hier nehme ich meine Fiskars. Für alle, die sowas nicht haben, reicht auch Schere. Große Schere, kleine Schere. Und wir brauchen noch doppelseitiges Klebeband für diejenigen, die gern mit doppelseitigem Klebeband arbeiten. Und eventuell Stempelkissen, Acrylblock. Ja, was braucht man noch? Was zum Verzieren? Fürs Cover habe ich ja diese tollen Blumen aus dieser Paris-Kollektion genommen. Und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende, was wir alles brauchen. Jetzt brauchen wir ein Stück Cardstock. Das ist 31 cm lang und 15 cm hoch in meinem Fall. Die Karte wird nachher 10 x 14 sein. So, ich bin jetzt gespannt, wie ich da rumfummel. Gut, so. Wir falzen bei 10 cm. Und wer sucht, der findet. Wir falzen bei 10 cm. Dann falzen wir nochmal bei 20 und ganz am Ende falzen wir uns eine quasi eine Klebekante bei einem Zentimeter. Und dann drehen wir das Ganze rum und falzen bei einem Zentimeter
Komplett bis nach unten. Und falzen nochmal bei diesem oberen Stück bei 6 cm, aber nur bis zu dieser ersten 10 cm Falz. Letzten 10 cm Falz. So, jetzt versuche ich natürlich das Licht anzumachen, weil, aber ich denke mal, jetzt hätte man das gut gesehen. Gut, alles klar, da, ich zeige es nochmal. Also wirklich nur bis zu dieser ersten, bis zu dieser letzten 10 cm Falz. Und dann können wir das Schneidebrett auch schon weglegen. Ich versuche in dem Fall, das eventuell doch zu schneiden, entscheide mich aber dann um, weil man sieht es einfach nicht. Man sieht nicht, wo ja jetzt die Falz ist, aber ich schneide doch. Gut, also ihr müsst es verzeihen, das Video habe ich vor 2 Wochen schon aufgenommen und ja. Ja. Mal gut, dass ich da jetzt nicht geschnitten habe. So, ja, das wird ein sehr, sehr lustiges Video, ja, was erzähle ich euch zwischendurch mal, ja, das Wetter ist schön, nein, war ein Spaß, ja, gut, dann schneiden wir dieses obere Stück ab und schneiden unten rechts oder erstmal da diesen kleinen Spalt ein und dann schneiden wir bei diese, also quasi diese ersten 20 cm, diese 1 cm Kante, die schneiden wir dann ab. Es ist schön, wie ich das ins Bild halte. Ja, es tut mir unheimlich leid. Ich hoffe, ihr könnt damit irgendwas anfangen, denn am Ende, dann schneiden wir uns da unten so eine kleine Ecke raus, dass, wenn wir das umfalzen, dass das einfach schöner aussieht und nicht so, ja, ihr wisst schon, was ich meine, gell? Dann da oben noch und auf der anderen Seite dann auch noch. So. So, und jetzt kann gefalzt werden. Schnappt euch euer Falzbein oder je nachdem, wie ihr auch immer falzt. Schön die Ecken richtig gut, wirklich gut falzen, damit sich die Karte auch gut auf- und zuklappen lässt und man nicht solche dicke Umknickkante hat. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt wisst, was ich meine. Ich denke mal, die meisten wissen das. Also wirklich gut, wenigstens ein, zwei Mal so drüber falzen. Und dann falzen wir auch noch diese Klebelaschen. Jo, so, was soll ich euch erzählen? Ja, so, ich falze das jetzt alles nochmal nach außen, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich die falsche Seite habe. Gott, das wird ein grauenvolles Video, aber das ist egal, aller Anfang ist schwer, so. So, und jetzt seht ihr, dass wir schon die Karte haben. Die Karte ist jetzt zugeklappt und innen drin wäre dann quasi diese Tasche. So. Dann nehmen wir uns einen guten Kleber. Einen wirklich guten Kleber. Das muss schon halten, wenn wir dann im Endeffekt den Gutschein da oben reinstecken. Und ja, also es sollte nicht wieder aufgehen. Ich nehme den Glossy Accents. Ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß warum, weil ich habe einfach keinen Kleber mehr. Und ja, darum nehme ich den. Ist ein bisschen schade für sowas, aber gut, den kann man ja dann eventuell neu kaufen. Irgendwann. So. Und dann knicken wir das Ganze um. So. Und kleben es fest. Und schon haben wir diese integrierte Tasche. Und da können wir dann im Endeffekt diesen Tag reinstecken mit dem Gutschein drauf. So, ja. Rubbel, rubbel, rubbel. So, jetzt fällt mir auf, ich wollte da eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich es gemacht habe, ich wollte da eigentlich noch mit einem Lochstanzer so einen halben Kreis reinstanzen. Ich habe keine Ahnung, ob ich es gemacht habe oder nicht. Ja, er kommt zum Einsatz. Und ich glaube, ich war wagemutig und habe einfach gestanzt, ob das jetzt gerade war oder nicht. Ja, ja, seht ihr? Passt, wackelt und hat Luft. Super Sache. So, und dann können wir auch schon ans Dekorieren gehen. Die Maße für das ganze Deko-Zeugs-Gedöns schreibe ich euch dann unten in die Infobox, weil ich habe das jetzt einfach nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall ist die Karte jetzt 10 cm breit und 14 cm hoch. So. Und wie ihr seht, passiert auch mir das. Ich habe mich tierisch vermessen. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe mich vermessen. Also, kommt nochmal.
die Schneidemaschine dazu und das wird abgeschnitten. Ich schneide einfach nochmal 1 Zentimeter ab. Ich messe nie so wirklich. Ich mache einfach, ja, per Augenmaß und Lineal und Bleistift. Oder auch mal gar nicht Lineal und nehme einfach Bleistift. So, das war dann im Endeffekt unser Tag. Und ich weiß nicht, was ich da mache, aber irgendwas mache ich. Es tut mir leid. So, ich habe diese ganzen, wie ihr seht, alles, was zum Dekorieren ist, habe ich alles schon vorher präpariert mit doppelseitigem Klebeband. Das würde sonst einfach viel zu lange aufhalten in dem Video und das muss ja nicht sein. Also habe ich das vorher schon gemacht. Ich mache sowas gerne mit doppelseitigem Klebeband, weil eventuell man sich doch mal verkleben kann. Und da seht ihr meine Haare. Es war sonntags und da seht ihr, wie ich Knick in der Optik habe. Ja, das ist Wahnsinn. Gott. Ja, egal. Das ist alles nicht so schlimm. ja. Dann entfernen wir das nächste doppelseitige Klebeband und ja. Den Rest seht ihr dann. Und hier sind wir dann schon beim Tag, sogenannten Tag. Ich habe extra oben diese Ecken nicht abgeschnitten, weil ich das für einen Gutschein einfach viel, viel schöner finde. Ich batsch da jetzt dieses Motivpapier drauf. Das ist übrigens diese Capsule Geometric Neon Kollektion. Und jetzt seht ihr, nein, kein Fail. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Mein Gut, dass ihr das nicht hört, ich habe echt geschimpft. Wie so ein Rohrspatz, wieso geht das nicht? Kommt mein Mann und sagt, du musst mal richtig reinschieben, du hast ja unten diese Klebelasche. Haha, ja, genau, das bin dann wieder typisch ich. So, jetzt machen wir, jetzt ist quasi nur noch der Rest. Ich gucke, was da am besten für eine Blume drauf passt. Und ich hätte gern mal solche Stanze, aber egal. So. Ich glaube, ich entscheide mich für die Blume. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Ich habe die Karte jetzt gerade gar nicht zur Hand. Egal, ihr kennt das ja. Ihr habt die Karte ganz am Anfang vom Video gesehen. Und ja, im Endeffekt ist die Karte simpel und es gibt wahrscheinlich 50 Millionen, 1000 Tutorials darüber. Aber ich dachte mir einfach, hey, komm, zu einer Gutscheinkarte machst du einfach mal ein Tutorial. Ist einfach nicht so aufwendig, mach's da mal. Ja, und das hat eigentlich ganz gut geklappt, bis auf das besprechen, aber naja, gut. Man fängt ja immer klein an, ne? Auf jeden Fall finde ich das für eine Karte einfach echt schön, dass man das so, also dass ich das, also das ist quasi, mein Gott, jetzt hier Laberflash. Nee, dass die halt sehr stichgehalten ist und so sollte es sein. Für besondere Anlässe kann man ja dann nochmal separat was machen. Geburtstag, keine Ahnung. So, und ja. Ich hoffe, dass ihr euch auch die anderen Videos von den Teilnehmern anguckt. So viele sind es ja nicht, was ich echt traurig finde. Gut, es kommen vielleicht auch noch andere Zeiten. ja, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß noch beim Rest des Videos. Tschüss!